Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal Swing City. In Fortnite gibt es keine Spideys mehr und das muss ich jetzt irgendwie kompensieren. Und deswegen spielen wir hier einfach ein bisschen Spider-Man. So, wenn das mal nicht Spider-Man sein soll, dann weiß ich auch nicht. Ich hoffe, das Spiel enttäuscht mich nicht. Das sieht sehr cool aus, ich gehe einfach mal rein. Und dann drücke ich einfach mal auf Spielen. So, Schaukel, Strich, Laufen und Angriff habe ich. Und ein viel zu großes GUI. Oh Gott, was ist das denn? Ja, okay, ich mache erstmal das, was da steht. Warum kann ich hier schweben? Was ist das? Achso, okay. Bürgermeister Jones, willkommen zurück, Kiddo. Schön, dich wiederzusehen. Schön, dich auch zu sehen, Bürgermeister Jones. Du bist so sehr gewachsen, seitdem ich dich das letzte Mal gesehen habe. Weißt du überhaupt noch, wie der Beam Swing? Zeit dreht richtig schnell. Oh, jetzt ist die Blase weg. Jetzt habe ich... Oh, ich habe mir... Na gut. Das würde mir gefallen. Schön, aber zuallererst musst du den Beam Swing wissen. Wird Spaß, weißt du doch. Nicht der... Warte, nicht der Stud? Hä? Ich glaube, da steht... Soll stehen verstanden oder so. Und wurde komisch übersetzt. Gut zu hören. Folge mir. Ich werde dir ein paar Sachen zeigen. Okay. Ich folge ihm. Okay, Bro. Machst du erstmal deinen Moonwalk. Wie krieg ich das GUI weg? Ich will dieses riesige, hässliche GUI nicht sehen. Hier ist so viel zu sehen. Ich will das alles nicht haben. Das ist so hässlich. Und warum machst du schon wieder einen Moonwalk? Vorwärts. Und warum läufst du quer über die Straße? Was ist, wenn ein Auto dich überrollt? Das ist die brandneue Schwing-Shop. Hier kannst du alles schwingen statt latest fashion. Okay, danke. Coole Ausrüstung. Schwing-Shop. Willkommen im Schwing-Shop. Hier kannst du alle möglichen lustigen Sachen finden. Cool. Ja, ich folge dir. Ich will dir nicht mehr folgen. Muss ich hier raufklicken? Okay, jetzt ist Zeit, deine Skills zu testen. Ich möchte dich dashen sehen. Kannst du dashen, reach out, Garten, bla bla, was auch immer. Ich kann eh nichts lesen, weil Leute sich in den Weg stellen. Erreiche den Dachgarten. Da oben. Ja, das kriege ich hin. Also machen wir einfach mal die Schaukel. Oh. Oh, da habe ich einen... Ach, der Dachgarten, der da oben. Okay, ich habe Schaukel. Okay, und dann, wenn ich gedrückt halte... Dann macht er diesen. Aber ich hätte nicht gerne gedrückt halten, sondern... Es ist cool. Oh ja, ja, das ist voll gut. Okay, der Dachgarten, ich muss nach da oben irgendwie. Dann machen wir das. Was ist R für Laufen? Okay. Q für Strich. Okay, ich hab's verstanden. Aua, aua. Aber die Steuerung funktioniert nicht so gut, wie ich sie gerne hätte. Yeah. Okay, klimm mich. Dankeschön. Aber ich spreche erstmal mit Bürgermeister Jones. Gute Arbeit. Jetzt will ich sehen, wie du kletterst. Bitte klettere die braune Wand. Ich werde dich oben treffen. Alles klar, Bürgermeister. Zu leicht. So, wie geht klettern? Ah, Kletterwand. Kletterwand. Yeah. Okay, jetzt ist der Zeit gekommen für den altmodischen Beamswinging. Nicht traurig sein, kann ich erst mal. Brauche länger, um zu meistern. Du weißt. Ich werde mein Bestes geben. Das ist gut. Jetzt spring vom Gebäude und versuche nicht zu sterben. Mache ich. Ja, ja. Treffe den Bürgermeister Jones am Ende. Und was ist, wenn ich ihn nicht treffe? Warte, muss ich da hinten hin? Scheinbar. Auf geht. Nee, ich muss nach da. Okay, auf geht's. Na gut. Woohoo! Nein, ich wollte ja gar nicht da. Woo! Okay, ich muss niedriger sein. Das Spiel hat realistische Physics. Was ist das denn? In Fortnite kann man Sachen schwingen, die unter einem sind. Bürgermeister Jones, ich habe sie gefunden. Gute Arbeit, du bist ein richtiger Profi. Ja, danke, danke. Aber jetzt keine Zeit mehr für Training. Officer James hat mich gerade angerufen. Er hat mir gesagt, die Polizei braucht mich dringend. Polizeistation, schnell, bla 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 bla. Auf den Weg. Okay. So, was macht Z? Nichts. Was macht C? Nichts. Okay. Wie kriege ich dieses hässliche GUI aus? Das GUI zerstört mir komplett das Spiel, weil das viel zu groß ist. Naja, okay. Oh ja, das ist ein geiles Gefühl. Wenn es funktioniert, das ist ein geiles Gefühl. Aber die Steuerung ist ziemlich hakelig. Sie reagiert halt nicht immer auf alles, was ich mache. Und das finde ich blöd. Seht ihr, ich hab E gedrückt, der hat es nicht gemacht. Das finde ich doof. Und ich glaube, das Spiel ist im Kern gut, aber das GUI ist zu groß und... Es reagiert nicht immer direkt auf die Steuerung. Das sind die wichtigsten Elemente in so einem Spiel. Tritt. Uah, bam! Okay, das sind die wichtigsten Elemente in so einem Spiel, dass die Steuerung funktioniert und sich gut anfühlt. Das trete ich auch weg. Bam! Oh, da kam Geld raus. Guck mal, ich drücke Q, er macht nicht. Jetzt hat er es gemacht. Beim vierten Mal. Okay, SCPD. Gut, dann sprechen wir mal mit Bürgermeister Jones. Ist was richtig Schlimmes passiert. Schön, dass du hier bist. Einverstanden. Okay, dann sprechen wir mal mit Officer James. Was ist das denn? Die Operation, die wackelt ein bisschen. So. Hallo, Jüngling! Hi. Was richtig Schlechtes ist passiert in der Stadt. Ich spüre es in meinem Blut. Die letzten paar Tage habe ich sehr komische Geräusche gehört. Im Prime Tower musste auschecken. Olivia, sie ist... Du weißt. Okay. Also, du hast nicht mal Beweise, sondern du spürst einfach, dass etwas Schreckliches passiert ist. Okay, tritt der Gruppe Swing City Residents für 10% mehr Erfahrung bei. Nein, das werde ich nicht machen. Ach Mensch, ich wünschte, das Spiel hätte eine bessere Steuerung. Gut, dann müssen wir wohl in den komischen Tower. Ah, das scheint der Prime Tower zu sein. Wie komme ich denn auf den rauf? Oh, ich muss gar nicht auf den rauf. Ich muss doch gar nicht hin. Ich muss doch in die Polizeistation. Ich habe es verstanden, okay. So, ich dachte, das wären alle Informationen. Dann spreche ich einmal mit Olivia.
Carlson, Olivia. Ich habe gehört, du kannst uns helfen. Willkommen im Team. Bist du bereit für so eine Challenge? Ja, ich bin mir sicher, Olivia. Schön zu hören. Brauch mein Notizbuch. Es ist auf der Tisch da drüben. Na, dann hol's dir doch, Olivia. Es ist jetzt meine Quest wirklich, das Notizbuch von dem Tisch zu nehmen und ihr zu geben. Ah, hier. Ah, danke für das Notizbuch. Du bist der Beste. Hast du was Seltsames gehört? Ja, keine Ahnung. Wo fangen wir an? Also, du kannst ja mal mit Dave sprechen. Ihm gehört eine Pizzeria. Die schmeckt richtig gut. Ja, und was machst du dann? Also, ich werde ein bisschen Pizza essen und frag natürlich die Locals. Aber vor allem werde ich Pizza essen. In Ordnung. Okay, Olivia geht Pizza essen. Ich muss Dave fragen. Warum auch immer. Wenn komische Geräusche im Turm gehört werden, dann kann ich doch hingehen und die Leute einfach verkloppen. Einfach ein bisschen pam, pam, pow, pachu. Und easy. Naja. Vor allem steht hier Licht, Licht. Wahrscheinlich Light für leichten Schlag. Und wenn ich gedrückt halte, ist es ein schwerer Schlag, verstanden? Und ich kann auch treten, bam. Oh, ich habe eine Empty Flask bekommen. Wie cool. So, sprechen wir mal mit Dave aus der Pizzeria. Hey Dave, was geht ab? Ey, was willst du bestellen? Ich habe ein paar Fragen. Oh, okay, es geht. Hast du Klatsch? eine Menge. Ich muss ein bisschen spezifischer sein. Über den Prime Tower? Mm, ja, tatsächlich schon. Ich habe gehört, der alte Besitzer vom Turm hat ihn an einen ziemlich reichen Typen verkauft. So richtig reich. Vielleicht weiß der Bürgermeister mehr darüber. Und wo ist Jones? Wer ist Jones? Wahrscheinlich im Büro des Bürgermeisters. Ich bin mir nicht sicher, was... super, danke. Also, ich habe mir eigentlich auch eine Pizza erhofft von Dave. Hab sie leider nicht bekommen. Würde ich sagen, swingen wir erstmal wieder. Weil ich kann das ja. Hallo? Wieder vorne. Das Ding soll wirklich gucken, wo ich hinziele und nicht, wo ich bin. Aber jetzt einfach swingen. Denn ich swing mein Ding. Ich glaube, ich muss irgendwo hier hin, ne? Bürgermeister. Wo ist der Bürgermeister? Oder ist er wieder in der Polizei? Nee, der ist safe nicht in der Polizeiwache. Der Bürgermeister ist hart beschäftigt. Bürgermeister Jones, das ist es. Das ist sein Büro. Bürgermeister Jones, warum stehen Sie an der Rezeption? Was ist mit Ihrem Büro? Sind Sie doch kein Bürgermeister, sondern nur die Rezeption? Wie läuft die? Alles wird gut. Gut zu hören. Kann ich dir irgendwie helfen? Wem gehört der Prime Tower? Das ist eine gute Frage. Ich habe gehört, es wurde verkauft. Komm, wir gucken einfach mal hinten in den Akten nach. Okay, dann gucken wir mal hinten in den Akten nach. Assistant Kate, die weiß Bescheid. Hey, du solltest nicht hier sein. Oh, Jones, oh, sexy. Oh, was machst du denn hier? Ah, wie kann ich euch denn helfen? Oh. Wem gehört eigentlich der Turm? Da sollte ein neuer Besitzer von dem Turm existieren, aber er wurde noch nicht gesehen. Also er hat sich noch nicht vorgestellt. Er hat auch noch sich noch nicht registriert. Also eigentlich weiß niemand, wem der Turm gehört. Das ist ja seltsam. Ah, das ist wirklich seltsam. Ich habe aber eine Idee. Wir könnten einfach mal anklopfen und fragen, ob jemand da ist. Ja, okay, das können wir machen. So, dann müssen wir zum Prime Tower und dann in die Haustür klopfen. Du gehst zuerst. Hey. Okay, ich muss mit Bürgermeister Jones noch sprechen. Okay, Bürgermeister Jones hat einen Schlaganfall. Nicht so schlimm. Meine Mission ist jetzt Klopftür. Also werde ich wahrscheinlich ein bisschen Klopftüren heute. Ich finde es immer traurig, wenn arme alte Menschen wie Bürgermeister Jones einen Schlaganfall kriegen. Er ist doch noch so jung. Aber klopfen wir einfach mal beim Prime Tower an. Das, was ich von Anfang an machen wollte. Einfach mal anklopfen. Klopf, 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 klopf. Es scheint niemand zu Hause zu sein. Dankeschön. Dann sprechen wir mal mit Assistant Kate. Oh, du bist wirklich gekommen. Hast du irgendwas gehört? Nein, nur Echos. Dang. Dankeschön. Dann müssen wir noch mit Olivia Carson sprechen. Unsere investigative Recherche hat nichts ergeben. Wir brauchen Hilfe. So, dann gehen wir einfach mal zu Olivia. Wo ist Olivia? Officer James ist hier. Wo ist Olivia? Okay, der Fall zeigt... Okay, ich werde doch hier hingeführt. Sag mir nicht, Olivia ist einfach beim Prime Tower. Olivia ist auch beim Prime Tower, natürlich. Hey, Olivia. Hey, was machst du hier? Es gibt einen neuen Besitzer. Ich habe gehört, dass sowas passiert ist. Ja, das habe ich gehört, als ich Pizza gegessen habe. Aber ich glaube, vielleicht können wir ja anklopfen. Vielleicht sind die ja zu Hause. Wahrscheinlich nicht. Ich habe. Aber keine Antwort? Wie kann das denn sein? Oh, dann weiß ich ja gar nicht mehr, was wir tun können. Vielleicht kletterst du einfach hoch. Natürlich, mache ich. Bis bald. Ich kletter einfach mal hoch. Easy. Einmal hochklettern. Ich hänge hier. Einfach hängen und dann wieder diesen machen. Und wieder hängen. Und wieder diesen machen. Und wieder hängen. Und dann wieder diesen machen. Und wieder hängen. Und dann wieder diesen machen. Nein, nein. Ja, ich hab's hochgeschafft. So, das GUI stört mich immer noch so sehr. So, ich möchte hier einmal rein, please. Bam, bam, bam. Lass mich rein. Na gut, ich spreche, glaube ich, mit dem da im Garten. Ein Busch zum Untersuchen. Okay, ich untersuche den Busch. Du hast etwas im Busch gefunden. Oh mein Gott. Ein verdächtiger Container. Den durchsuche ich. Der Container ist explodiert. Oh mein Gott.
Sammle verdächtige Substanz. Dann machen wir weiter. Stell dir vor, hier ist verdächtige Substanz. Die muss ich... Oh, falscher Knopf. Muss ich jetzt abholen. Abholen. Ich habe eine verdächtige Substanz gefunden. Vor allem das Ding ist explodiert. Es ist einfach nur verschwunden und da stand, es ist explodiert. Wie in so alten Action-RPGs, wo die zu faul waren, etwas zu animieren, einfach dazugeschrieben. Ja, es ist passiert. Mehr verdächtige Substanz oder ist die restliche nach unten geflogen? Wie realistisch wäre das denn, wenn etwas auf einem Hochhaus explodiert, dass wir es unten finden? Nee, da muss ich hoch. Okay. Ah, ich mag die Steuerung nicht, weil wenn ich das, was ich machen will, zu schnell drücke, dann funktioniert es einfach gar nicht und dann hänge ich fest. So, dann haben wir hier noch ein bisschen verdächtige Substanz. Das ist einfach auf das Gebäude rauf. Dankeschön. Und da hinten ist die nächste verdächtige Substanz. Dann machen wir einfach einen Dash rüber. Bam! Hallo? Er hat den Dash nicht gemacht. Doch, er hat ihn noch gemacht. Oh, in letzter Sekunde, Gott sei Dank. So, wo ist die nächste? Die nächste ist wieder auf dem Dach drauf. Dankeschön. Dankeschön. Ja, Moment, wenn dann die Waypoints hin und her schicken. Aber ich komme echt nicht hoch. Also die Steuerung ist wirklich anstrengend. Sehr anstrengend. So, da hinten ist noch verdächtige Substanz. Wie ich die vorhin nicht gesehen habe, weiß ich aber auch nicht. Nehmen wir mit. So, der nächste Wegpunkt führt mich hier hin, aber hier war ich ja schon. Hier habe ich auch vorhin schon eingesammelt. Vielleicht ist es auf dem Dach gelandet. Ja, es ist was auf dem Dach gelandet. Ich hab's geahnt. Nein, falscher Knopf. So, sammeln wir ein. Und jetzt muss ich die verdächtige Substanz an Olivia senden. Olivia. Wuhu! Oh Gott! Oh Gott, Hilfe! Hilfe! Nein! Ich bin gestorben. Damit habe ich nicht gerechnet. Dankeschön. Ich habe damit gerechnet, dass ich ein bisschen weggebounced werde, aber noch nicht so. Na gut, dann nochmal hin. Hey, Olivia. Ich habe da ein bisschen was dickflüssiges, schleimiges für dich. Ah, willkommen zurück. Warte mal, was ist das für ein ekliges Zeug da in deinem Gesicht? Dieses klebrige... Oh. Ich habe ein paar fiese Sachen stehen. Ach, ich liebe es. Ich habe ein paar fiese Sachen, ja. Es ist explodiert und hat das ganze Haus bedeckt. Oh, das stinkt aber. Ah, hast du es geschafft, alles einzusammeln? Ja, ich denke schon. Okay, ich glaube, wir bringen es in die Polizeistation. Ich beeile mich, Olivia. Tada! Ich weiß jetzt nicht, ob ich nochmal mit Olivia sprechen soll, weil bei mir steht jetzt keine aktive Quest. Und da ist ein Fragezeichen. Ich klicke sie nochmal an. Okay, lass uns zum Labor gehen. Okay, gehen wir. Ich hab's gewusst. Ich muss Olivia ansprechen für die nächste Quest. Ich hab's gewusst. Olivia macht schon wieder diesen Move. Hör auf damit. Olivia, du machst mir Angst, wenn du dich bewegst ohne eine Animation. Hör auf damit. Du machst mir Angst. Olivia, please. Olivia hört nicht auf. Bitte laufen wieder normal. Ja, ich glaube, ich gehe vor. Olivia braucht ziemlich lange. Operation? Fragezeichen. Yeah. So, Olivia, bist du endlich da? Ah, noch nicht ganz. Ja, aber... Auf ins Labor. Da wären wir. Angekommen im Labor. Okay, Olivia, zeig mir, was du drauf hast. Willkommen, also ich kann gar nicht sprechen, weil mein Text wird verdeckt von einem anderen Text. Lass uns diese schleimige Sache mal untersuchen. Okay, mach dein Ding mit meiner schleimigen Sache. Gut, ich spreche einfach mal mit Adam Mühlen. Ich glaube, das soll Miller heißen und das wäre dann übersetzt durch Müller. Aber nee, Mühlen. Schön, dich zu sehen. Lass uns ein paar Tests anfangen. Okay, was soll ich tun? Ich packe die Probe einfach mal hier ins Mikroskop und schaue sie mir an. Okay, alles klar. Klingt krass. Also, nee, ich soll das machen. Mind Control Substance. Im Mikroskop steht einfach Mind Control Substance. Alles klar. Ja, Das sieht man, wenn man Sachen unter dem Mikroskop anguckt, dann steht da einfach ein Klartext in Arial. Ja, das war wahrscheinlich die Gotham-Font. Was hast du rausgefunden? Naja, da stand Mind Control Substance. Ah, das klingt echt nicht gut. Ziemlich schlecht sogar. Also, wir müssen diesen bösen Menschen stoppen, bevor er die ganze Stadt kontrolliert. Okay, lass uns Swing City retten. Würde ich mal sagen. Olivia, was willst du jetzt? Gedankenkontrolle? Oh, also das solltest du wirklich Officer James erzählen. Also, ihr beide solltet auch unbedingt mal zusammen baden gehen. Ich glaube, das wäre sexy. Okay, Olivia, mache ich. Meinetwegen, wenn du meinst. Dann gehen wir wieder hoch zu James. Ey, James, was geht? Ich weiß nicht mehr seine Stimme. Was war seine Stimme? Er kriegt eine neue Stimme. Was geht ab, Homie? Es ist eine Gedankenkontrolle-Substanz. Ich frag mich, wer diese böse Person ist, die die Stadt kontrollieren möchte. Wir müssen sie aufhalten. Und wie sollen wir das machen? Also ich denke, wir brechen einfach mal ein in seinen Turm und finden heraus, was es damit auf sich hat. Nachdem wir alles herausgefunden haben, sollte Lukas eine Keycard, Reader an der Tür, Rooftop Garden, irgendwas, Gebäude. Okay, was soll ich tun? Du musst uns Metall und Glas bringen. Suche in der Stadt. Bring zurück, wenn du was hast. Okay, ich soll Metall und Glas finden. Also ihr seid die Polizei, ihr könnt sowas auch kaufen. Das wisst ihr schon. Wir müssen nicht klauen, oder?
Vielleicht ist das gar nicht die Polizei. Vielleicht sind wir einfach auch eine Bande von Kriminellen, die denken, sie wären die Polizei. Okay. So, hier in dem Bereich soll ich auf jeden Fall Sachen finden. Erstmal den Kegel wegtreten. Also, das bringt mir nur Experience. Ich glaube wirklich, dass ich nicht für die Polizei arbeite. Ich kriege Erfahrungspunkte dafür, wenn ich randaliere. Da vorne stehen Mülleimer. Und guck mal, ich kann den Mülleimer kaputt treten und kriege dafür Erfahrungspunkte. So, Karton. Ich habe einen Karton erhalten, das ist schon mal gut. Wegtreten. Yeah. Hier, Flask. Ich habe eine empty Flask. Oh, da vorne ist eine Toilette. Davor. Stellt euch vor, ihr geht hier pinkeln. Die ist nicht mehr zum Wegtreten. Hier kann man wirklich pinkeln, oh mein Gott. Okay, so, wo kann ich weiteres Zeug finden? Please, please. Hat der mir gerade mein Metall weggeklaut? Das geht ja gar nicht. Ist das Metall für mich? Leere Dose, ja. Yeah. Das war eine ziemlich große Dose. Oh, Blume. Also, ich krieg... Oh, Dieb. Komm ran. Bam, 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 bam. Alles klar, ich wurde eben von einem Dieb angegriffen. Das ist mir auch noch nicht passiert. So. Oh, kann ich den Hydranten wegkicken? Kommt dann Wasser aus dem Boden? Nee, kann ich nicht, schade. Und was ist mit der Laterne? Auch nicht. Aber hier ist der Spawn. Und am Spawn gab es doch irgendwelche Sachen, die ich mit den Laternen machen konnte, oder? Oh, da ist ein Pappkarton. Yeah. Und da liegt noch was auf dem Boden. Und zwar... leeren Topf. Weggekickt. Quest gestartet. Etwas GUI. Aber die hatte ich da vorne schon. Ich könnte mit Gable sprechen, aber ich will nicht mit Gable sprechen. Ich will eigentlich nur das Zeug finden. Da vorne. Da ist noch eine Dose. Meine Dose. Oder die. Bam, bam, bam. Oh, der ist Level 3. Bam, bam, bam. Und ein schwerer Schlag. Bam. Ah, ich hab's dem Dieb gezeigt. Dann kann ich nochmal die Dose hier mitnehmen. Und das Geld. Dass er einfach so auf der Straße liegt. Okay, Leute, ich glaube, in diesem Spiel ist man ein Verbrecher und tut so, als ob man die Polizei wäre. Aber ich würde sagen, wenn ihr mehr von dem Spiel sehen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Lasst auch gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!